Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen. Hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Mittwoch, den 29. April. Heute haben wir dabei die Oscars, Google Doodle, Microsoft OneDrive, Deutsche Telekom und YouTube. Beginnen tun wir mit der Academy of Motion Pictures Arts and Sciences. Ja, für die Normalmenschen, die Oscars, also die Akademie, die die Oscars verteilt. Aber wir kennen sie alle nur als die Oscars und die haben strenge Regeln, wer überhaupt zugelassen wird, um sich dann für so einen Oscar nominieren zu lassen und ihn dann auch gewinnen könnte. Und diese Regeln wurden jetzt ein bisschen gelockert, denn viele Studios können ja aufgrund der Corona-Krise Filme gar nicht in die Kinos bringen und schicken die direkt auf Streaming-Plattformen. Und deswegen soll es entsprechend die Änderung jetzt geben, dass diese Filme dann auch zugelassen sind für die nächstjährigen Oscars. Denn bislang musste so ein Film auf jeden Fall in irgendwelchen Kinos rund um Los Angeles gezeigt werden für einen bestimmten Zeitraum. Das ist jetzt nicht mehr so. Aber sie haben auch klargestellt, dass es eine temporäre Lockerung und wenn wir Corona überwunden haben, dann soll sich das Ganze auch wieder ändern. Da wir Corona aber noch nicht überwunden haben, haben ja viele noch einiges an Zeit und viele Firmen lassen sich nicht lumpen und ermöglichen euch längere Trials und freie Angebote, um sich die Zeit zu vertreiben. Wie auch Google, die haben ja beispielsweise 2 Monate Stadia Pro im Angebot, also kostenlos und man kann halt spielen, aber man kann auch die Google Doodles spielen. Die Doodles, das sind ja diese Google-Animationen, die zu bestimmten Tagen auf der Google-Suchseite auftauchen und die sind an bestimmten Tagen ja sogar spielbar, also kleine Minispiele gewesen und die sind jetzt wieder alle aktiv und können im Doodle-Blog ja, gespielt werden zur Unterhaltung und zum Zeitvertreib. Ja, und um die Zeit zu sparen, zumindest online, hat Microsoft jetzt für OneDrive, also der Cloud-Speicherdienst von Microsoft, einen Kundenwunsch erfüllt, also nicht nur von einem Kunden, sondern anscheinend von vielen. Ich gehörte jetzt nicht dazu, es war für mich nicht so ein Riesenthema, denn es haben sich viele Kunden gewünscht, dass Änderungen an einer Datei nur noch inkrementell hochgeladen werden. Also nicht mehr, an einer Word-Datei irgendwie 3 Wörter und dann wird die komplette Word-Datei mit vielleicht ein paar Megabyte hochgeladen, weil es eine Riesendatei ist. Bei einer differenziellen Synchronisierung, muss man sich eh nicht merken, da wird nur der Teil der Datei hochgeladen, der sich geändert hat. Also spart man einiges an Zeit und auch an Bandbreite. Ist bestimmt für extrem große Dateien und für Großkunden ganz interessant. Ich glaube, der Otto-Normalbürger, wie ich zum Beispiel, der wird da keinen großen Unterschied an Geschwindigkeit oder auch an Bandbreitenansparung merken. Ja, was aber vielleicht auch die einen oder anderen dann merken werden, die Kunde bei der Deutschen Telekom sind, das bin ich ja zum Beispiel auch, dass sich Funklöcher geschlossen haben. Also, die Telekom hat im vergangenen Jahr Funklöcher jagen lassen. Da können Kommunen einreichen bei der Telekom, dass sie denn sie hätten halt ein Funkloch. Und die Telekom hat damals gesagt, wir machen 50 Funklöcher zu und es wurde dann mehr oder weniger verlost oder halt zugesprochen. Also es konnten nicht alle. Aber, es gab halt ganz viele Anfragen wegen den Funklöchern, weil es so erfolgreich war, hat die Telekom jetzt gesagt, komm, 50 weitere Funklöcher zu, also 100 Funklöcher. Im Rahmen dieser Aktion. Für diese Sache, Netz ist damit halt wahrscheinlich dann noch besser, als es schon ist, denn ich glaube, die Telekom gewinnt auch regelmäßig bestes Netz in Deutschland, wenn ich mich da recht entsinne. Ja, als Thema YouTube. Die hatten schon in Indien und Brasilien einen Faktenchecker etabliert und dieser kommt nun auch nach Amerika. Denn es gibt ja durchaus viele Falschmeldungen, die klassischen Fake News, auch auf YouTube und auch gerade besonders zum Thema Corona. Und der Faktenchecker, was ist das überhaupt? Wenn ihr dann entsprechend nach Videos rund um Corona zum Beispiel sucht, dann bekommt ihr in die Ergebnisse auch noch Informationen reingespült von diversen Diensten, die ja im Vorfeld schon mal aufklären, worum es da geht und was stimmt und was nicht stimmt.
Ich meine, ja, also Leute, die weiß nicht, irgendwas anderes glauben wollen, werden sich davon wahrscheinlich auch nicht beeindrucken lassen. Aber vielleicht hilft es dem einen oder anderen, um einen Inhalt von einem YouTube-Video vielleicht ein bisschen zu hinterfragen oder in Perspektive zu setzen. Finde ich eine gute Sache, könnten sie auch in Deutschland ausrollen. Ja, und das war's dann schon. Kommt gut in den Mittwoch, bleibt positiv, das klassische Bergfest und morgen hören wir uns dann hoffentlich wieder hier beim Geek Talk Daily. Bis dann, ciao, ciao. Hört mehr Geek Talk.